Einen wunderschönen Freitagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 ABB Team Challenge auf der Dönroth zusammen mit dem Sören und meiner Wenigkeit. Schönen guten Mahlzeit. So, warte mal, bevor ich da hochfahre, nehme ich Ihnen einen Ball noch mit. Das wäre ja sinnvoll. Zack. Ups. So, und dann fahren wir da gleich hoch mit dem Anhänger 24. Wie fahre ich da am besten jetzt hin? Im LU vorbei bis Feld 29 hoch. Aber ey, guck doch mal, wie viel Blau da mittlerweile ist. Yo. Das ist ja echt Wahnsinn, ey. Ich hab's LU erwischt. Weil. Nein! Das ist nicht LU, das ist Rummi und Ecki. Ja. Das ist meine 4.400 € Feld. Was? 4.400 Euro? Ja, den 39 neben LU, was ich eigentlich haben wollte. Ach so. Was sie geklaut haben. Ach ja, stimmt. Schweinepriesters. Die Schweinepriesters. Wie bist du denn jetzt so schnell hochgekommen? Weiß ich nicht. Das ist so kreuz und quer mal, Pi mal Daumen mal. Ach so, okay, alles klar. I understand. Durchs LU durch. Das gecheatet, Junge. Nein, durchs LU durch ist er da weg. Zwischen 39 und 34. Ach ja, stimmt, genau. Stimmt, da kann man ja auch lang fahren. Oh, ich fahr jetzt einmal außen rum zu. Viel Spaß. Was sagst du? Sie meckert gerade, weil ich einen Auftrag haben wollte, den ich mir geklaut habe. Ha. Macht sich gerade lustig über mich. Ach so. Moin. Mahlzeit. Genau, schön den Bandschwall und so ist alles schön bei denen auf die Wiese stellen hier. Richtig. Und die Frechheit. Genau. Frechheit. Cheater. Ja, ja. Vor allem, die haben ja überall Wiese gepflanzt, ne? Daniel und Jürgen, hier auf die Felder. Ist ja überall Gras drauf. okay. Also machen die Heu und Gras. Sicher. Ja, müssen sie ja. Zählt ja mit in die Siegbedingungen. Wenn sie die ganzen Felder nur mit Heu und Gras, nur mit Gras angesät haben, die sie gehabt haben, die sie jetzt machen, dann werden die jetzt einmal in einem Rutsch machen und sind wir wahrscheinlich dann Sieger. So, was schnappst du dir jetzt? Bänder. Gut, dann nehme ich die Mähwerke mit. Dafür reicht meine Power nicht aus. Den Wendler nimmst du mit? Egal. Richtig. Das ist auch so ein Ding, ne? Das kannst du auch nicht mehr normal sagen, das Wort. Was ist? Egal. Ja. Also. Ist echt schlimm. Ich komme Sören. Ja, mit 10 km mehr als ich. Ja. Fahren wir hinterher, ja. Ja. Kennen wir jetzt die ganze Abkürzung, Ja, kennen ja? wir. Was hast du denn vor? Schlafen legen.
zu Bubu machen. So, wo sind denn hier die Einfahrt? Ach, da. Hinterm Sporter. Hallo? War der wohl zu weit? Ein bisschen, ja. Große Nachfrage beim Pelletverkauf. Ja, das ist natürlich jetzt passend für die Holzjungs. Die machen noch keine Pellets. Ach nee, stimmt, Pellet. Hab ich. Steht unten beim LU. Haben wir das aktiviert, ja? Yep. Wusste ich gar nicht mehr. Die fehlt noch im 22er, finde ich. Boah. Pelletenpresse. Fand ich ganz cool eigentlich. Remus. Remus. Boah, geht schon. Also jetzt nicht für dauerhaft machen, aber so für mal für zwischendurch war das doch mal ganz lustig. Zwischendurch war mal ganz lustig, ja. Das ist richtig. Aber wie wir auf der Hinterkaifeck. Das war ja schon teilweise nicht mehr lustig. Ach komm, da war es aber auch richtig übertrieben, weil. Aber da war ja egal mit was. Das ist richtig. Da haben wir uns das ja teilweise richtig gegeben, ey. Aber das war halt. Das hat auch echt Spaß gemacht da. Ja. Hinter Kaifek. Was damals mit Marco, mit Markus und Danny hier mit drin, die es die Fabrik hingesetzt hatten und oh, Herr Möf. Naja. Oder hat mir jetzt auch ein Zuschauer direkt unter die Kommentare geschrieben, dass es auch sehr, sehr schade finde, dass es die Hinterkaifeck nicht mehr gibt in 22er. Ja, es ist wirklich schade. Aber ja. Ich habe ja noch die Hoffnung dadurch, dass das ja vom Modding World Team kommt, dass das optisch her sich nicht viel ändert. Wenn denn die Map irgendwann mal erscheint. Ja. Ach, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich meine, ich werde darüber wahrscheinlich dann kein Projekt mehr machen. Weil ich habe ja schon aus dem Team gehört, dass so einige dann da nicht mehr mitmachen werden. Aber für mich privat werde ich es auf jeden Fall spielen. Meine Priester hat meine Abkürzung, das gibt's ja wohl nicht. Hau ihn um. Habe ich, habe gewonnen mit Presse hinten dran und Gewicht vorne. Was hat mein Träger vor? Weil weggenockt. Der hält der eiskalt auf mich drauf zu, hey. Wer denn? Eggy. Ach. Er gibt da Gas, ohne zu bremsen, wo? Das gibt's nicht. Ja, richtig so. Weghauen. Ich bin mir eines selber, hat er sich auch gedacht, da gibt der Gas, ohne zu bremsen. Hey, ich ihn gesehen habe, da hat es schon Spaß gemacht. Zwei kleine rote Glas mit dem Hof, das war zu viel. Tja, niemand legt sich mit unserem Team an. Ja, so ist das. Ja. Du kamst ja auf einem nicht eingezeichneten Weg entgegen. Moment, der Weg ist sogar eingezeichnet. Schätzelein. Oh, erkanntest du den da? Romy hat bestimmt gepetzt wieder.
möglich. Bist über die Grasfläche, ich war auf dem Weg. Ah ja. Ich glaube nicht, Tim. Schluss aus Sense, Vertragsende. Ich habe mich nur hinter einem Busch versteckt. Kurz was trinken hier. Oh, am Wochenende waren wir in einem schwedischen Möbelhaus. Meine Frau hat wieder ganz viel Geld ausgegeben. Hallo, hallo. Hallo, Mahlzeit. hallo. Hallo, hallo. Schönen guten Tag. Ich habe wann Montagsfolge oder so irgendwas mitgekriegt. Du hast was erzählt von einem Spenden-Stream. Spenden? Jo. Spenden? Jo, habe ich erzählt. Ist das heute? Mitunter ja, auch ja. Also für die Zuschauer, die vielleicht bei mir zuschauen und bei dir nicht, was eher unwahrscheinlich ist, aber ich dachte mir jetzt so, da ich da was mitgekriegt habe, jetzt kommen wir nochmal zu dir und dann kannst du nochmal was erzählen. Erzählen. Ja, wie gesagt, also ich hatte es ja am Montag schon erzählt gehabt und wie gesagt, jetzt kann es einfach nochmal erzählen. Für das, ich meine, ihr kennt das ja, die aktuelle Lage, was da ja im Moment ist in der Ukraine. Und ja, ich habe mir halt, beziehungsweise von meinem Sohn in der Schule, machen die das schon so, dass die hier so Mehl und Zucker und Öl und sowas alles, ne, dass sie das halt spenden wollen und dass sich halt die Familien daran beteiligen können. Und das haben wir gemacht gehabt. Und ich habe mir halt überlegt, dadurch, dass ja, ne, durch YouTube und auch Twitch, sage ich jetzt einfach mal, habe ich mir halt gedacht, dass ich mich da noch weiter beteilige und alles das, was in den Streams eingenommen wird, werde ich dann auch einfach spenden. Und ja, das habe ich eigentlich so im Groben am Montag einfach erzählt. Und das werde ich halt diese Woche machen. Das wird zum Beispiel heute Abend wieder passieren. Also heute Abend am Freitag werde ich wieder streamen. Und alles das, was da eingenommen wird, geht dann auch zu 100% an eine Spendenorganisation. Da gibt es ja mittlerweile genug. Gibt es auch hier bei mir im Ort, gibt es welche, die das machen. Und ja, bei allen anderen Streams, die jetzt diese Woche passiert sind von mir, ist auch alles das, was eingenommen wird, wird nochmal gespendet, komplett für die Ukraine. Ja, ist doch gute Respekt. Sache. Jo, genau. Und wie gesagt, jeder, der sich daran beteiligen möchte, wie gesagt, ist ja kein Muss, ist herzlich eingeladen von den Zuschauern auch, ne? Und natürlich auch vom Team auch, die möchten. Und ja, deswegen, ich finde einfach, das habe ich auch am Montag einfach auch gesagt, das, wie gesagt, ist meine komplette persönliche Meinung. Das, was da unten passiert, ist einfach nicht gerecht, ist unfair. Und den Menschen muss einfach geholfen werden. Und deswegen mache ich diese Aktion halt auch. Jawohl. Also insofern ich kann, unterstütze ich dich da. Das ist schön zu Insofern hören. es Zeit und alles zulässt. Weil das ist schon sinnvoll. Genau. Ja, was ja im Moment wieder auch im Fernsehen gezeigt wird, beziehungsweise das habe ich ja jetzt am Aufnahmetag gesehen gehabt. Da haben sie ein Video gezeigt, wie ein Reporter hat da wohl irgendwie gerade Pause gemacht oder so und über ihn schlägt eine Bombe ein.
Das war auch ein Spendenaufruf. Ja, also das. Quasi so ein Charity-Spendenaufruf und dann ist da irgendwie gerade in der Zeit ein Kampfjet über den drüber und hat irgendeine Bombe geschmissen. Ja, also das ist echt erschreckend. Und deswegen, das ist wow. Einfach nur wow. Ohne Worte. Ja, ist echt so. Das ist echt ohne Worte. Komplett. Ja, warte, Sön. Ich fahre eben kurz weg. Deswegen. Gut, ihr Lieben. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ihr mögt, sehen wir uns heute Abend ab 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Wenn Jürgen dabei ist, auch auf seinem Twitch-Kanal bestimmt. Und was wir spielen, ich denke mal, wir werden eine Runde ETS fahren. Da gibt es ja auch mittlerweile, kann ich noch kurz sagen, für die, die das noch nicht wissen, da gibt es auch der Erfinder von ETS, sag ich jetzt einfach mal, gibt es einen Ungarn. Ukraine Paintjob, so rum. 99 Cent oder so kostet der. Der werden auch die kompletten 99 Cent. Jetzt ist mein Mähwerk umgefallen, nicht dein Ernst. 99 Cent gespendet und Jürgen, kannst du mich mal bitte anschauen? da werde ich dann auch extra meinen LKW umlackieren. In der Ukraine Farbe und werde dann da auch rumfahren. Also ich Wo denke bist mal, denn du? wir werden ETS spielen. Wer mitfahren will von der Community, kann gerne mitfahren. Ihr seid herzlich eingeladen. Ihr kriegt dann alle Infos dann heute Abend. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, wünschen wir euch trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns ja heute Nachmittag nochmal zu einer neuen Folge Gulli Chef. Und ja, ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Und ja, bis nächste Woche dann, falls wir uns heute Abend nicht sehen sollten. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Bye bye. Tschüss.